Dienstagshandel, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und am heutigen Dienstag eine aktuelle Trading-Chance. Wir haben in dieser Woche die Non-Farm Payrolls in den USA vor uns, eines der beiden wichtigsten News-Events, und dementsprechend haben wir auch einen Trade oder möglicherweise sogar mehrere Trades in dieser Woche, weil es gibt viele Setups, die um die Non-Farm Payrolls herum arbeiten, was sich eben auf diese News bezieht. Wir werden uns diesem Setup widmen, allerdings natürlich nicht ohne vorher auf die rechtlichen Hinweise geachtet zu haben, die auch heute wieder gelten. Zunächst einmal sehen wir die übliche Grafik, den unterwöchig saisonalen Chart, und dieser Dienstags-Mittwochs-Effekt, den wir aus dem DAX kennen, den wir auch für den S&P dauerhaft ausmachen können, einen großen Gewinnvorteil bringt, allerdings einen flachen Gewinnvorteil, aber einen sehr stabilen Gewinnvorteil. Der ist natürlich unter anderem dadurch geprägt, dass auf Dienstage und Mittwoche jeweils die FOMC-Meetings entfallen. Mittwochs das Announcement, Dienstags der erste Meetingtag. Und wir haben natürlich auch oder das ist auch davon geprägt, dass im Vorfeld der Non-Farm Payrolls der Aktienmarkt tendenziell eher zur Stärke neigt. Auch das tut er nicht immer, aber im Durchschnitt sieht der Verlauf um die Non-Farm Payrolls wie folgt aus. Wir sehen das hier. Das hier ist Tag 0. Das ist der Tag der Non-Farm Payrolls. Das soll ein N sein. So. Das hier ist der Non-Farm Payrolls Tag. Wir sehen, das ist der Donnerstag, das ist der Mittwoch, und das geht schon dienstags oftmals los. Dienstags fangen da schon Käufe an. Die richtig intensiven Tage sind dabei Mittwoch und vor allem der Freitag. Nochmals, das ist nicht immer so, aber in der Mehrzahl der Fälle ist es so, und in Summe bringt das einen großen Vorteil, wenn ich mich in den 2 bis 3 Tagen vor den Non-Farm Payrolls long positioniere und bis zum Ende der Non-Farm Payrolls, also sprich, beziehungsweise bis zum Ende des Non-Farm Payrolls Tages, das wäre also Freitag, Handelsende, auf der Long-Seite bleibe. Man könnte jetzt hier aus diesem Chart heraus meinen, okay, es macht möglicherweise sogar Sinn bis zum Tag nach den Non-Farm Payrolls. Das hier wäre Tag plus 1, also ein Tag nach den Non-Farm Payrolls, bis ja, so bis mittags, Handelseröffnung, US-Markt, C, also so 16 Uhr unserer Zeit, long zu bleiben. Wirklich stark ist dieser Effekt bis zum Handelsende am Non-Farm Payrolls-Tag. Danach ebbt das ab. Aber man könnte natürlich, wenn man die Position groß genug hat, ohne dabei sein Konto zu überhebeln, das ist ja das Wichtige. Wenn ich also ein großes Konto habe und habe eine Position, die klein genug ist, damit ein Trade nicht zu großes Gewicht hat, die aber trotzdem gleichzeitig groß genug ist, um in mehreren Tranchen ein- und auszusteigen, dann kann man natürlich Dienstag, Mittwoch Einstiege vornehmen, auch Donnerstag nochmal einen Einstieg vornehmen, im späten Handel zum Beispiel. Und kann dann eine Tranche freitags nach den Non-Farm Payrolls abends um 22 Uhr glattstellen und eine weitere Tranche eben montags so gegen 16 Uhr. Das ist möglich. Aber wie gesagt, falsch wäre, wenn man jetzt auf einmal eine unverhältnismäßig große Position reinnimmt, nur damit man diese Teilverkäufe und Teileinstiege machen kann. Das wäre falsch. Der Non-Farm Payrolls Trade ist einer von tausenden von Trades. Der ist sehr stabil insgesamt, dieses Setup, aber der ist nicht dazu angetan, unverhältnismäßig hoch gewichtet zu werden. Gehandelt wird heute folgendes Produkt, ein DAX Long. Die WKN lautet TT2 DMU. TT2 DMU. Einstieg Market, Stop-Loss 2 Euro und der Exit ist zeitbasiert Freitagabend. Wer es splitten möchte, geht Freitagabend zur Hälfte raus und Dienst, und Montag, sorry, und Montag
Mittag, so gegen 16 Uhr unserer Zeit, mit der anderen Hälfte. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Ciao.